The Last of Us, Folge 3, immer noch auf der Suche nach Robert. Wir sind in einer, ja, ich möchte sagen, ziemlich abgeranzten Stadt angekommen. Und hier soll sich Robert aufhalten. Zumindest sagen das Tesses Informanten. In dem Lagerhaus her. Here we go. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! Okay. You ready? Yeah. Oh. I'll cover you. Get the angle on them. Okay, so hast du mit in die Flanke fallen da. So, ich denke, ich kann so eine Rolle irgendwie machen. Au! Au! Boah, aber das ist ja krass, dass die eine Kugel schon komplett aus den. Ja, aber öfter will ich gar nicht auf den schießen. Das hat's auch gereicht. You too. Haben die Munition dabei gehabt? How the hell did he get all these guys? It's writing blank checks. Let's go put an end to that. Sieht jetzt nicht so aus. Wahrscheinlich. Not going through here. Hey, who's me up? Wo ist sie denn? Die ist schon weitergegangen, oder? Da in den Tunnel rein. Achso. Dann in die Ecke da. Remember. Was für eine Wucht die Kugeln auch haben, ne? Ja, ja. Also es ist wohl anders als in Uncharted, wo du ja dann hunderte Kugeln pro Gefecht verschießt. Ist hier wohl jede eine wohl getroffene Entscheidung. Passt ja auch eher zum Setting. Ja. Over here, Joel. Ist das gerade zum ersten Mal, dass wir seinen Namen gehört haben? Das kann sein. Ich wusste es ja schon, weil ich ein Streber bin. Ich wusste es nicht und. More Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Die von hinten nicht anschleicht, kannst du sie lautlos erledigen. Anschleichen, ich glaube mit dem Dreieck war es dann, ne? Move up. Jawohl. Und jetzt? Das auch aussieht. Mal das Tutorial kurz an. Ergreife einen arglosen, betäubten oder niedergeschlagenen Gegner und benutze ihn als menschlichen Schild. Oh. Wenn du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn für kurze Zeit mit L umherbewegen, bevor er sich befreien kann. Drücke Viereck für ein lautloses Ausschalten, wenn du versteckt bist oder für einen aggressiven Kill im offensiven Kampf. Das heißt, einfach nichts drücken, dann habe ich den da erstmal so. So eine gewisse Zeit und dann musst du ihn halt ausschalten mit Viereck. I meant to tell you, I was down on Jordan Street. Guckt da einer in meine Richtung? Ja, schon. About five civs, all in handcuffs. Let me guess. Fireflies. Yep. They lined them up against the wall and bang, bang, bang. They just executed all of them. Shit. Yeah, I hear it's like that all over the city. They're cracking down on them hard. I got a cousin with them. Seriously? Yeah. Idiot thinks he's gonna save the world. Hope he's alright. Mit R2 kannst du diesen Lauschmodus anmachen, dann kannst du dann so ein bisschen durch Wände. Naja, ich. Boah. Probier's aber mal. Nur mal das, ich versuche jetzt da mal drüber zu klettern, in der Hoffnung, dass der andere sich nicht umdreht und dann den zu packen von hinten. Ja. Cool.
Geld aus Schlüssel. Fallen lassen. Schlüssel. Und Munition. Let's search the area. Wie mache ich das Nachladen? Einfach R1 drücken. Genau. Was? Nachladen? Achso, ja. Hat der noch was gehabt? No. Die Tessa bestimmt, Tess schon bestimmt eingesteckt sonst. So, ich mal ein bisschen umgucken. Vielleicht den Nebenraum. Können wir hier vorne nochmal schauen? Ja, von vorne, da waren wir eben. Ich glaube, da wird nichts sein. Oh, da hat er was gehabt. Ja. Guck, er. Nichts sein. Der Hauptgewinn. Sechser. Vorne ist noch was? Ich glaube eher nicht. Ne, ja, ich glaube eher in den Nebenräumen dann. Da. Erste Hilfe. Da haben wir auch einige vorne inzwischen, oder? Guck mal, das Digi-Kreuz nach oben. Zeig dir an, wie viele wir davon haben. Es macht zwar ein Geräusch, aber er macht's nicht. Seltsam. Muss gedrückt halten? Nee. Da liegt noch was. Da liegt noch was, ja. Es ist. Halt. Das andere war irgendwas, was wir sofort genommen haben. Können wir das jetzt auswählen, oder theoretisch? Auch nicht. Ah, ich glaube, das ist schon ausgewählt. Ich drücke halt nur den Knopf einfach nicht, weil ich es nicht verschwenden will für. Nee, du musst dann immer noch einen anderen Knopf drücken, immer. Ja, X. Ja, genau. Aber wenn du halt, das müsste halt trotzdem anzeigen. Aber kann man das in irgendeiner Art schnell. Vielleicht, weil wir voll sind oder so. Weil wir schon volle Heilung haben. Achso, das könnte so sein. Weil wir voll Lebenspunkte haben. Vielleicht liegt es auch daran. Good. Do another once over and then head out. Getting close to curfew. What about Robert? Who's he holing up with tonight? He's paranoid to stay here by himself. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with some. Hast Tutorial an kurz? Ein neues Tutorial gelernt. Ziegel und Flaschen. Verwende Ziegel und Flaschen, um ahnungslose Gegner abzulenken oder anzulocken. Oder wirf sie direkt auf deine Gegner, um sie zu betäuben. Betäubte Gegner können durch Drücken von Dreieck angegriffen werden, ja, und sind gegenüber Nahkampfangriff anfälliger. Guck, wenn du einen Ziegel oder eine Flasche aufhebst, werden sie direkt in dein Inventar verschoben. Du kannst sie mit unten auf dem Digi-Kreuz ausrüsten. Okay, also entweder zum Ablenken nutzen oder halt, um die zu betäuben kurz. Ja. So, wie viel haben wir? Ich drücke mal diesen Horch-Modus. Oh, einer hier direkt hier und einer da hinten. Zwei. Okay, drei Leute, also erstmal den hier vorne, ne? Ja. Am besten. Ich glaube, den kannst du einfach greifen, wenn du jetzt geschickt hier rumgehst. Jawohl. Und zieh ihn weg, damit er nicht hier vorne zu sehen ist. Take it easy, man. Fine. Everything's cool. Boah, fies. Der geht da hoch. Einer muss noch da unten drin sein, ne? In dem Kabuff. Wo meinst du? Ja, der direkt gegenüber praktisch im Kabuff. So. Da weiß ich, kann über den Hof, ohne gesehen zu werden? Ja, wenn du schon. Da liegt was, nimm's mal mit. Voll. Da ist schon voll. Wow, man kann echt. Okay. Ja. Man soll ja auch hier nicht Pfandmarken einsammeln, sondern. Wo ist denn der? Der war doch hier eben. Ich kann entweder nochmal umhorchen oder einfach. Ich hab jetzt Angst, dass er jetzt gleich direkt vor mir steht. Ist doch nicht hier drin geblieben. Da ist irgendwer. Kommt dann schon mit. Das ist Tess. Tess. Ja. Da ist einer. Der guckt der von uns weg? Ja. Der guckt in den Raum rein. Ja. Zieh ihn mal weg, dass er nicht hier vorne liegt. Look, buddy, don't do anything stupid now. Stehen. Kann froh sein, dass sie nicht anfangen zu schreien oder so. Die müsste ich ja jetzt eigentlich mit der Flasche irgendwie. Oh! Warte einfach mal kurz, vielleicht trennen die sich. Einer ist nach links gegangen, der andere bleibt da stehen. Ich glaube, ich lock jetzt mal ein mit der Flasche nach unten. Warte mal noch ganz kurz, vielleicht kommst du alleine. Ja, eher nicht. Ja, probier's mal. Aber wohin? Oder jetzt sind sie ganz schön getrennt. Jetzt ist, glaube ich, auch zu spät, um die irgendwie zu locken, oder? Weißt du, ich könnte jetzt einfach versuchen, die Treppe rauf zu. Warte mal, der guckt jetzt aber. Der guckt da jetzt gerade hin und der.
Das sind Kabuffler, das sind drei. Da ist dann noch einer. Okay. Ich glaube, ich muss so mindestens mal einen runterlocken. Vielleicht gibt es noch andere. Wie geht es hinten die Treppe hoch? Weiß ich nicht, wo der andere hochgegangen ist vorhin. Hier scheint mir das sehr gefährlich mit diesem Innenhof. Da ist eigentlich also Selbstmord. Eher außenrum, ja. Darum, weißt du, und dann von hinten die Einzelnen irgendwie ausschalten. Weil in den Innenhof reinzugehen, dann wirst du von drei Seiten gesehen. Ja. Das ist. Kann den jetzt gerade gar nicht sehen. Ja, ich glaube, die sind reingegangen halt. Deswegen kannst du hier schon jetzt erstmal hochgehen und dann da versuchen, umzuschauen. Da ist einer, guckt aber auch weg gerade. The Depp. Jetzt kehrst der Karts Spätsee. Ja, du drehst ja gleich um. Und schnell zur Seite wegziehen. Don't get stupid, okay? Bin mir nicht sicher, ob die irgendwann, wenn man die lang genug rumschleift, ob die sich dann befreien. Ja, ich würde auch nicht zu lange warten, hast recht. So. Zwei Stück sind noch da. Der rechts wo und der links, der hier die Patrouille läuft. Ob der zu uns? Ich glaube nicht. Watch your ass, man. Bin ich jetzt. Ach fuck, weil ich in den Eimer gekommen Zeug gelaufen. Bin. Scheiße, 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 scheiße. Hast aber 15 Schuss immerhin. Jetzt. Oh Mann. Ich kann doch das hier nicht. Ich glaube nicht, dass hier noch mehr sind als die zwei und die haben dich entdeckt. Was, sie kommt von hinten? Glaube ich nicht. Der ist nicht die Treppe und dann ist sein Kopf. Ja. Hey, go around! Ja, komm. Au! Nicht zu lang warten, wenn du rausguckst. Schlappschuss. Schlappschuss. Boah. Ich dachte mir nämlich gerade eben, dass du Deckung wärst. Dass ich mit der Pistole noch hier da reinschießen würde, wenn ich quasi abdrück. Ja. Aber. Puh. Könntest du jetzt das Medipack auswählen, mal zur Info? Ja, warte mal, das ist jetzt die. Komisch, ne? Verstehe ich nicht, egal. Wir haben es aber aufgesammelt, doch. Da ist jetzt, das ist wahrscheinlich erst ein Medipack. Ja, was andere? Das so andere kurz, direkte Heilung wahrscheinlich. Genau, jetzt, was ja, jetzt geht es nämlich. Aber möchtest du schon nehmen? Zwei Drittel fast voll? Nee, ich brauch's nicht. Nee. Okay. So, was gibt's hier noch? Was ist das? Flasche? Flasche haben wir, kann man nur eine mitnehmen? Ich guck nochmal, ob der da drüben Munition bei sich trug. Nein. Nothing. Ist hier in dem Büro noch was drin? Ja. Ein Messer. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner ran, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Trainingsbücher ist also was anderes als Tutorialbücher. Also können wir ihn halt entweder erwürgen oder mit dem Messer abstechen. Ja. Das Messer geht ein bisschen schneller, geht aber irgendwann kaputt. Das beraubt mich aber gerade der Illusion. Ich dachte, ich wäre hier noch total der gute Samariter, dass ich die nicht umbringe, sondern kannst, die mehr oder weniger nur... Kannst du ja auch. Das bleibt ja weiterhin, wenn du halt Viereck drückst, erwürgst du sie. Aber erwürgen... Erstechen oder erwürgen. Ich dachte, ich würde die nur kampfunfähig machen. Aber ich bin bereits jetzt zehnfacher Massen. Das stand halt auch immer erwürgen, ne? Also nicht schlafen liegen. Oh. There's our boy. That's Robert, okay. That cocky son of a bitch. Let's go wrap this up. Wollen Sie ihn denn tot? Werden wir sehen, ne? Yeah, well, we lost our contacts in the north. Contacts in the south. Yeah, I don't know who left out there to sell us stuff. This is why we're taking shitty protection. Let's be smart about this. There's a lot of them. Jones. Going outside the wall is suicide.
still take my chances in here. Oh, es liegt da im Bett. Ist das eine Nahkampfwaffe oder was? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Statt Fäusten haust du mit dem Brett zu. Aber den kannst du erwürgen oder stechen. Alter. Gespannt, Mann. Look, buddy. Don't do anything stupid now. Wart nicht zu lang, nicht, dass er sich befreit. Ich will das gute Messer nicht abputzen und ich bringe ihn nicht um, sondern er schläft mit den Gedärmen nach außen. Das ist auch so eine Massenmörder-Logik, oder? Ich will das Messer nicht abnutzen. Ich muss sowas von zum Psychologen. Ja, bitte. Aber weißt du, was ich ein bisschen also an Kritikpunkt vorzubringen habe? Okay. Ich finde diesen... Also es ist eine nette Idee mit diesem Horch-Modus, aber es ist halt mal wieder die Pest des dauernden Sichtmodus an- und ausmachen. Was mir ja auch schon irgendwie Arkham City und Hitman so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ja, obwohl ich schaffe es irgendwie schon bei den Spielen, das nicht so oft einzusetzen. Dann. Du machst schon gerade einigermaßen häufig. Ich verstehe es auch schon. Ja. Sind da draußen noch? Wir sind jetzt alle in diese... Ich dachte, alle wären hier. Draußen habe ich keinen mehr gesehen. Na guck, der hätte es jetzt betäuben können. Dann kann man mit dem Nahkampfangriff schnell ausschalten. Ich glaube, vielleicht kommst du auch so an den ran. Probier das jetzt. Jetzt, jetzt Nahkampfangriff. Schnell. Au. Du Sau. Der guckt gerade zum Glück nicht so genau hin. Aber hat er was gehört oder gesehen? Aber jetzt haben wir das Problem. Jetzt nehme ich gleich mal Medikit. Okay. Du kannst das nicht nutzen. Mit X hochdrücken und dann X gleich. Geht nicht. Oder X gedrückt halten? Nee. Hä? Es war doch aber doch. Die Kreuz hoch und. X, aber jetzt. Wo ist der andere? Der wird entdeckt. Da liegt einer. Da sind zwei, ja. Einer ist da hinten. Ich will eigentlich nicht auf die schießen, weil das ist so laut. Wenn der das nächste Mal nochmal kommt, was der kommt nochmal, da ist er von seiner Patrouille jetzt abgewichen, um zu gucken, ob da einer ist. Ich glaube, der ist halt schon abgewichen, weil er auch da die Leiche gesehen hat. Der steht da. Du kannst natürlich auch außen rumgehen, ne? Wieso kann ich das nicht verwenden? Oder warte mal, war das dann mit R? Ja, ah, ja. Welcher? Mit R1. Nicht mit X. Ja. Mit X. Mit X. Da liegt doch irgendwas. Ja, nochmal so ein Brett. Oder das. Nee, da vorne, was du leuchtest, ist das? Ist ein Brett. Ja. Ich glaube, von denen kommst du besser hinten an, wenn du außen rum gehst. Ja, jetzt pass auf. Ah, guck, jetzt sucht der, guck ja gerade. So, jetzt schnell. Jetzt von hinten ran. Das wird hier wieder, wie in jedem Schleichspiel, der Wachenhaufen. Hä, was denn hier los? Hä, was denn hier los? Das ist noch der eine. Ja. So, macht die eigentlich auch mal was? Wird doch schon ganz schön oft geholfen. Geholfen? Ja. Da, der letzte. Guckt auch gerade weg. Hash Aufschrei. Die soll auch mal was machen. Ja, wie der Meisterdieb haben wir das gemacht. Ich glaube, wir können das jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen und in der nächsten Folge machen wir dann genauso heimlich weiter. Bis dann. Ciao.